Auf was denn? Schenkst du dir nochmal, gell? Ja, wenn wir jetzt hier sind. Kelle, fragst du noch? Nein, danke. Du, Hein, so gern wäre ich immer. Wir haben einen Raumsteingarten für dich. Ja, ohne Rezette. Und ich fahre mit. Genau. Ja. Mann, du hast gleich den Raumstein. Spaß. Ja, ist total. Und wir sind Thank you.
Dass die Herrschaften aus Großbritannien im zweiten Lauf maximal zwei die absolute Polzeit schon setze. Wolfstein aus Zeitgar, Legende, mehrfacher Weltmeister, ist also, Wolf, bleib gesund, bleib uns so lange Thank you.
Sidecar Racer Simina 13. Hier aufpassen, die junge Dame sitzt im Boot auf der 10.
zweiten Lauf hier der Hammerseil-Meine. Im Übrigen Marc Rose, die Startnummer 32. Ebenfalls stark Jan Bühn, der mit morgen ins Rennen geht, wird in Rennen Nummer 1. Der Wettergewichtsieger war ein bisschen, ja, wechselhaft. Und da ist er, der prominente Zuschauer, immer noch hier auf der Bühne. Aber natürlich darf Markus Reiter werden sich das nicht entgehen lassen. Das ist der Morgen am Nürburgring schon auf dem Podest zu sein. Und hier morgen Rückrufe Marc Moser, Jan Bühn, Pöpping, Meister Bosch, Alessandro Polita. Dann hoffen wir uns ja Ricardo Ring, Toni Finsterbusch haben wir dann ebenfalls noch. Ganz ordentlich zusammengefasst, Markus. Sehr gut. Ja, die beiden wissen, oder die drei sehen nämlich, dass hier. Ja, ich werde uns auch hier wünschen. Ich glaube gar nicht, wie gerne ich das live kommentieren würde, da unten irgendwie aus dem Container oder so. Ich bin dann natürlich mal am Budget, weil hier meine Jungs von Radio Victoria, die geben alles, die arbeiten alle unter den eigentlichen Preisen, die wir normalerweise aufrufen müssen. Aber wenn Sie für mich irgendwie. For me, it doesn't matter. I like rain, I like crying. I will just write it. Interessante Bekenntnisse. Also, wir werden es uns morgens anschauen, weil es gibt ja kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Wetter. Ich würde wünschen, dass ich selber mitfahren und nicht mit den Rennen mitspielen. Also nochmal, Juli, haben wir noch irgendwo ein Motorrad rumstehen für den Reich? Ich lasse das kurz ein Gefühl, dass ich das eigentlich gar nicht nehmen muss. Ich hoffe, die sind schon da. Hat irgendjemand Max Ender reingesehen oder hat irgendjemand Thomas Gradinger gesehen? Wenn ja, schickt sie einfach auf die Bühne. Ich hoffe, sie sind da. Eigentlich waren wir mal. Da hinten kommt Thomas Gradinger, aber auch der Max kommt. Vielleicht können wir mal auch wieder mal einen kleinen Applaus. Sonntag, man hat nicht viel Zeit, man muss irgendwie schnell in den Rhythmus kommen. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Die Hitzeproblematik, die wir gerade angesprochen haben, so stark beeinflusst. Aber natürlich das Ganze auch. Das ist jetzt natürlich dann im Grenzbereich alles. Und das macht es alles ein bisschen einfacher. Wenn es ein bisschen kühler kommt. Das Team, mit dem Sandro Cortese Weltmeister geworden ist. Was war denn der Grund, warum du, und auch du hast ja einen stressigen Kanzler, Linie, das Kribbeln da und willst du am liebsten auch noch ein Motorrad, oder? Wir machen eine kleine Live-Sendung und zack, ist der Platz schon mal voll. Wir werden gleich übrigens auch noch die, ne, ich drücke dir die Daumen, dass uns vielleicht einer gehört hat, also bitte weitergeben, ne? Er hätte es verdient, das Talent hätte er. Thomas, danke, dass du da warst und weiterhin toll, toll, toll in der WM, mach so weiter, läuft gut. Eigentlich könnten wir den Tisch mit runter, dann können wir die Sieger irgendwo vernünftig machen. Kriegt ihr das hin? Das ist jetzt ungeplant. Das machen wir übrigens alles live. Ihr müsst halt nur da irgendwie die Stecker rausziehen, weil die Monitor brauche ich auch nicht mehr. Unsere IDM-Ladies. Ladies, are you ready? Ja? Die Insider wissen das ja, dass wir die Sidecars in zwei Klassen unterteilt haben. Einmal mit 1000 Kubik und einmal mit 600 Kubikzentimeter. Und wir fangen mit der mit 1000 Kubikzentimeter an. Und da haben wir auf der dritten Position John Fliss und Günther Verbrugge aus den Niederlanden. Ja, auf jeden Fall ist es mal die geilste Siegerehrung, was die Menge des Publikums angeht, die wir je hatten. Somebody's missing, there he is. Ja, wunderbar. Auf der zweiten Position Andres Nussbaum und Manuel Hirschi. Immer alle die Treppe, das nur zur Erklärung. Letztes Jahr war die Treppe auf der Seite. Haben wir ja jetzt schon ein paar Rennen geprobt, aber so geht's auch. Und auf der ersten Position alte Bekannte, Mike Roscher und Anna Burkhardt. Ja, und je mehr Radau ihr jetzt macht, desto besser ist das Ganze. So, tut ihr mir gleich bitte den Gefallen, weil wir noch mitten in der Sendung sind und da hinter euch der Monitor relativ teuer ist. Wenn ihr die Sektflaschen öffnet, dann öffnet sie bitte nach vorne und nicht so unbedingt in Richtung der Kameras. Ne? Also, nee, so weit sind wir noch nicht. Ne? Also, kleinen Moment. Er sagte, wir hören die Hymne, aber wir hören sie nicht. Ja, oh, zur Not müssen wir gleich singen. Vielleicht geht es aber auch technisch. Ja, da ist sie.
sieht das doch wirklich sehr, sehr schön aus. So, jetzt schön kompakt zusammen mit unseren Ladies fürs Fotos. Erstmal natürlich die Trophäen, na klar. Gut, dass du mich darauf aufmerksam hast. Also, Platz 3 nochmal hier bitte die Pokale jetzt. John Smith und Günther Verbrügge. Now you can do it. Auf der zweiten Position. So viel Zeit muss sein. Andres Nussbaum und Manuel Hirschi. Und ganz oben auf dem Podest. Und nochmal für alle 6 hier oben auf dem Treppchen. Ein Riesenapplaus. Mein Großer, Anne Böckert. Können wir unten spritzen, weil die Technik geht so. Sepp Sattler und Uwe Neulert. Auf der 2, Benny Streuer und Kevin Russo. Und absolute Weltklasse. Und da sind wir echt froh. Das unterstreicht nochmal, wie stark die IDM Sidecars in beiden Kategorien hier auch ist. Das ist sensationell. Und dann vor so einem Publikum Tim Reeves und Mark Wilkes. So sieht das hier aus. Also Uwe Neuberts und Josef Sattler nicht zum ersten Mal. Ebenfalls nicht zum ersten Mal auf dem Podest. Eckbert Steuer und Kevin Rousseau. Und wir sind froh, dass sie da sind und das Ding schon wieder nach Hause gefahren haben. Sieht sensationell aus draußen, sie zu beobachten. Tim Reeves und Mark Wilkes. So, und zu Ehren der Sieger hören wir... Nochmal ganz kompakt. So, Tim, just a second. Oh, okay. Take care, please, for the screen behind you. So, all is expensive. Oh, okay. Das wird zu nichts. Da haben wir halt nochmal eine richtig amtliche Sauerei. Eigentlich wollte ich noch ein schönes Foto machen, aber so ist das mit den Zeitgas. Ich weiß nicht, was du davon hältst, aber du bist auf jeden Fall das Maskottchen, denn unter allen Sidecar-Teams wird immer noch dieser Avon-Rennreifen ausgelost. Wie heißt du? Lea. Lea, und du weißt, dass du jetzt gleich einen ganz teuren Reifen verlost. Dann greif mal rein in die Schatulle. Ich bin gespannt, ob unser Monitor noch geht. Nee, sag du mal. Team Kimmeswenger. Team Kimmeswenger hat den Avon-Hinterradreifen gewonnen. Den könnt ihr dann auch noch abholen. Ich finde dann gleich mal raus, wer uns beim Putzen hilft und wer den Monitor bezahlt. Sind noch irgendwelche Kameraschäden zu verzeichnen? Nein. Oder? Alles okay? Okay, dann müssen wir das auch nochmal machen. Wir sind ja stark in der Live-Situation. Müssen wir nochmal verlosen, weil die sind gar nicht da. So, also. Gucken wir nochmal. Team Nussbaum. Na bitte. Ja, guck mal. Auf dem Podest gewesen, schon den Sekt geöffnet und jetzt gibt es auch noch Arbeit hinter uns. Aber dafür putzt ihr gleich die Bühne, hoffe ich. Ne? So, ich bedanke mich bei allen Beteiligten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sowas machen wir übrigens bei jedem IDM-Rennen. Immer samstags um 18 Uhr gibt es den Paddock Talk. Und danke an Schleiz und danke an alle Beteiligten und vielleicht zum Abschluss der Sendung nochmal einen Riesenapplaus. Die IDM rockt in Schleiz. Schönen Samstagabend noch. Tschüss, bis denn. Gott sei Dank, das war's. Ich hab immer wieder zurückgelegt. Das war auch vom Motor anstrengend. Thanks, guys. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht.
war alles gut. Bleib doch hier. Geht doch ab. Altkonflikte wurden gestorben. Ja, ist ja egal. Oder sonst komme ich nicht, wenn ich später komme, kann ich auch nicht. Nee, das ist nicht. Du wirst nicht auf die Tür. Wer sieht Was habt ihr hier hin? Eigentlich hätten wir das hier alle vier. Top, oder? Was? Sepp, du nimmst ab. Vielleicht euch schlecht. Wundervoll. Kürzer wie die anderen und länger wie.
Thank you.